Gehen wir es an auf die E-Train. Euronix gegen die Blue Jays. Wer kann sich den Cup Nummer 4 sichern, damit nochmal 25 Punkte oben drauflegen, und wer muss sich mit nur in Anführungszeichen 50 Punkten begnügen? Ich denke mal, für beide ist es so oder so schon ein großer Erfolg. 50 Punkte sind wirklich viel in diesem System. Und dementsprechend schauen wir mal, wer sich den Bonus sozusagen obendrauf noch gönnt. Ja, wir sehen in der First Run auf jeden Fall erstmal langsam. Death X bereitet eine Smoke bzw. zwei Flashes vor. Hat sich nochmal kurz den anderen Fixpunkt ausgesucht. Na, da kommt die Smoke geflogen. Die kann natürlich von Freeman hier sehr, sehr schnell angesagt werden. Ihr hört die Steps im Pop-Talk auf jeden Fall. Oh, Junge, schöner Flickshot von CD, der war absolut wichtig. Freeman hätte das sicherlich viel Damage machen können, aber auch Fails er halt absolut gut on point. Jetzt haben wir sich da überlegt, nochmal schnell rüber zu rotieren auf den B-Spot. Da steht momentan noch Scrunk bereit. Wenn sie den schnell überfahren, dann hätte man den Spot auf jeden Fall frei. Jawohl, und genau so ist es auch. Der Spot ist freigeräumt, aber Failser, da wollte man versuchen, zur Grundlinie hindurchzupushen. Was sie in dem Moment mit einem Spieler bezahlt haben müssen. Oh, das war ganz schön knapp, dass es hier kein Double Kill ist. Aber auch David Kay sofort wieder mit dem Headshot. Also das Pistol Aiming weiterhin sahnig. Bei den Auronix-Spielern wirklich sehr, sehr stark geschossen. Und jetzt sehen die da nicht diesen unglaublichen Flickshot ausgepackt. Dann wäre es wahrscheinlich noch bitterer ausgegangen. Oh, 1-0 Auronix. Mit dieser ersten Runde also. Gut, die Blue Jays haben die Bombe geplantet. Das heißt also, man muss jetzt nicht direkt gegenkaufen, sondern kann sich hier erstmal ganz gemütlich die eine Eco noch gönnen und dann direkt in den Early Buy gehen. Also das ist jetzt absolut nachvollziehbar, dass sie da nicht forcebuyen. Hätte man auch machen können, klar, ein kleiner Überraschungseffekt, aber nee, ist es normalerweise wirklich nicht wert. Außer man weiß wirklich safe, dass der Gegner da definitiv eine Schwäche hat, solche Runden abzugeben. Ah, gut, Skrunk sehr offensiv reingegangen, dafür halt auch ein paar Informationen liefern können. David Kay steht zumindest den ersten sicher. Dann zieht er sich auch rechtzeitig zurück. Jawohl, Nummer 2 ebenfalls. Und Freeman, der hält auch noch ein bisschen rein, ihr habt es gehört. Ja, jetzt kann man es ja nicht mehr überhören, wenn die UMP schießt. 2-0. Gut, auch die Anti-Eco geholt. Und jetzt geht's also schon ab in die erste Waffenrunde. Sehr, sehr guten Job. Also jetzt einfach ein kleiner Brecheisen-Go, den man da versucht hat bei den Blue Jays und FX bzw. Saipe. Auch Nilsson bekommt nochmal einen Frag und dann tradet man sich plötzlich aus dem, was heißt hier traden? Man schießt ja aber über den Haufen. Aus dem 3 gegen 5 ins 3 gegen 0. DeathX, Nilsson und Saipe haben zwar alle super wenig AP noch übrig, aber holen einfach die Runde. Sie holen einfach die Runde. Wow. Und das war gar nicht mal so selbstverständlich, dass man die noch heimfährt. Junge, Junge, Junge. Auch wenn es eine wirklich knappe Kiste war, das muss man jetzt schon auch mal klar dazu sagen. Also die hätten alle drei auch gut und gerne sterben können. Aber absolut Hut ab. Auch diesmal haben wir den First Trick wieder bekommen. DeathX hat er mit seiner AWP erneut zugeschlagen. Und das wird halt jetzt auch interessant zu sehen, weil DeathX halt auch eine sehr, sehr gute AWP ist. Und da hat man dann letztendlich wirklich mal jemanden, der halt jetzt auch ja wohl gegenhalten kann gegen Phaser. Der hat ja mehr oder weniger heute bisher ja, freie Wahl, was er spielt. Aber jetzt mal, glaube ich, gegen DeathX kann schon ein bisschen härter werden. Otto hier mal wieder mit einem Double Kill. Unglaublich wichtiger Spieler heute. Gerade hier mal auf Nuke auch schon extrem eskaliert gegen die Panthers. Stark Scrum mit dem richtigen Timing. Das X refragt ihn da, aber Tatsache nochmal. Otto ist halt auch bekannt am Zug. Seid, passt auch noch auf gegen den Connector. Jawohl, ist aber das Spray. Und jetzt ist es nur noch Otto. Der ist definitiv im MTW hinten bekannt. Aber er hat zwei Gegner vor der Nase, die wirklich low AP haben. Und damit erneut die Möglichkeit für Otto, die sehr, sehr gute Möglichkeit, hier zu klatschen. Oh, den ersten hat er gesehen. Und er lässt sich noch ganz kurz Zeit. Holt ihn jetzt aber trotzdem ab. Otto gegen Seid. Und er steht oben auf dem Zug. Den zieht er. Jawohl, und Otto zieht rüber. 9 AP noch übrig. 4 Kill insgesamt, 4 Kill, 4K insgesamt von ihm. Sehr, sehr schöne Runde mal wieder. Otto im 1 gegen 2 erfolgreich. Es ist einfach gut.
Ah, die Blutjes reagieren mit dem Force Spice. Saip hat sich hier nochmal die AK leisten können. Auf der anderen Seite Phaser jetzt erstmal nur mit der Scout unterwegs. Also auch er muss da noch ein kleines bisschen sparen. Das ist natürlich auch völlig klar, dass man den Force Spice spielt, weil man eben hofft, dass man den Gegner gleich wieder die Doppel-Eco zwingen kann. Das könnte man ja auch. Eieiei, Peter Phaser. Oh! Nilsson zweimal angehittet worden. Das ist natürlich extrem bitter. 39 HP noch erst zweimal getroffen worden. Einmal auf 56 und dann auf 39 runtergeschossen. Tja, nicht mehr rechtzeitig zum Jupp an. Sehr schön. Saip kann auf jeden Fall einen Spieler auf dem Spot schon mal rausziehen. Nilsson ist da auch schon über B unterwegs und das kann hier super gefährlich werden. Das kann super gefährlich werden. Auf dem Spot wird immer sauber aufgeräumt. Phaser, Otto und David K. mit jeweils einem Kill, auch wenn Death X einmal gegenhalten konnte. Aber Nilsson ist jetzt auch schon der letzte verbleibende Spieler und sie werden sich natürlich fragen, wo ist der? Und der zeigt sich momentan noch überhaupt nicht. Nilsson, jetzt gehen sie gleich an die Bombe. Smoke aber vorher nochmal ab. Otto springt da ran, zieht jetzt einfach durch. Jetzt zieht durch. Zieht durch. Ein AP noch bei Otto, um Gottes Willen. 99 Damage abbekommen, aber überlebt mit einem AP. 4 zu 1. Euronics gewinnt auch diese Runde. Aber ganz knapp. Ich meine, sie hätten es trotzdem geschafft, wahrscheinlich zu defusen. Trotzdem hätte Nilsson die Runde halt nochmal spannender machen können, wenn er diesen einen Health Point noch mehr gemacht hätte. Schade. Unglücklicher Zock. Kann man, denke ich, mal so stehen lassen. Boah. Ein AP. Die hat eingeschlagen. Ja, sauber, also da verliert man Otto vorne close, aber den Rest haben sie im Griff. Ist die Frage, was GCFN und Nils so noch anstellen können. Vielleicht schafft man es ja irgendwie, die Bombe noch zu planten am B-Spot. Das wäre auf jeden Fall $800 wert. Wer hätte es gedacht? David K. von seinem Leben und vor allem auch von der Runde verabschieden. Jetzt hat die Bombe nochmal übernommen. Muss jetzt, er hätte das Grunkhead fragen müssen und selbst dann hätte er es wahrscheinlich nicht geschafft, die Bombe zu legen. Naja, 5 zu 1 auf jeden Fall in der Anti-Eco konnte man jetzt, in der Eco konnte man jetzt hier nicht so viel Damage machen. Zumindest zwei Leute rausgenommen. Ist eigentlich okay. Ja, damit kann man auf jeden Fall leben. Aber Euronics trotzdem gut in Führung. 5 zu 1 momentan. Es geht in die nächste Waffenrunde. Ihr Geld ist immer noch knapp. Also auch die Blue Jays müssen erstmal sparen, wenn sie jetzt die Runde verlieren. Auf der anderen Seite halt auch Euronics da wirklich noch sehr dünn besetzt, was das Geldtechnische angeht. Also diese zwei Frags, auch wenn sie jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht allzu viel erscheinen, doch eigentlich ziemlich wichtig. Oh, stark von Phaser, er rechnet da genau mit dieser Position. Da kommt sofort die Support Flash, dass er nicht abgeholt werden kann. Richtig gut, schön zusammengespielt. Aber Saip ist da super weit durch. Große Deckungslücke auf der großen Rampe. Dadurch kann gleichzeitig nochmal die Bombe geplantet werden und man hat hier eine saubere 4 gegen 4 Situation. Freeman aber. Den ersten Headshot da. Freeman sprayt ein bisschen durch die Smoke. 54 AP noch bei ECFN. Sie müssen noch ein kleines bisschen Zeit rausholen. Ihr Mate ist gleich da über den, ja, über den Z-Gang. Leider jetzt zu spät. Sedi im 1 gegen 3. Sprayt da nochmal den Otto auf jeden Fall schon mal weg. Sprayt ja auch den Freeman weg. Und Skrunk hat nur noch 5 AP. Skrunk hat nur 5 AP. Oh. Oh Gottes Willen, war das knapp. Aber er ist trotzdem durch. 6 zu 1. Man verliert aber alle Spieler bei Euronics. Und das hat die Runde natürlich extremst teuer gemacht. So teuer, dass sie jetzt wahrscheinlich fast komplett runterkaufen werden müssen da wieder. Also auch wenn sie jetzt natürlich gut ausgerüstet sind, schaut euch das Geld an, was noch übrig ist. Das ist unschön.
Ersten paar Break-Shots wieder Richtung Pop-Dog hinter. Ja, sieht man sehr, sehr häufig jetzt bei Oronix mittlerweile. Ist aber auch dementsprechend, ja, eigentlich schon ganz effektiv. Also, bisher haben sie damit, glaube ich, oder sind sie damit ganz gut gefahren. So, die Blue Jays, die warten immer noch auf ihre Gelegenheit, den ersten Frag zu ziehen und darauf dann aufzubauen. Man rotiert nochmal ein bisschen rum. Scheint sich jetzt trotzdem für den B-Spot entschieden zu haben, okay. Vielleicht haben wir gemerkt, dass David Cater noch nicht so hundertprozentig auf der Höhe ist. Gerade eben die Deckungslücke schon, vorhin wurde auch mal ganz ekelhaft abgeholt. Also vielleicht rechnet man echt damit, dass man ihn noch nicht ganz ins Spiel hat kommen lassen. Jetzt wird einfach nochmal rüberrotiert. Also sie werden dagegen Skrunk und David K. durchmissen. Der kann auf jeden Fall keinen Frag setzen. Skrunk ist allerdings auch schon zur Stelle. Auch er erstmal nicht erfolgreich. Ja, Saib auch sofort den Z-Gang weggeholt. Ja, da muss mehr Damage kommen von den B-Spielern. Also auch wenn Phaser jetzt hier vielleicht nochmal einen ziehen kann. Ich weiß nicht, wollen sie es wirklich noch angehen? Otto und Phaser im 2 gegen 4. Ja, der zweite Frag sitzt ebenfalls. Der dritte auch. Und was machen sie denn jetzt, die Blue Jays? DeathX, 44er B noch, kann jetzt nicht in die kleine Rampe schieben, er muss ins Duell gehen, beziehungsweise vorne am Zug bleiben. Phasers ist schon an der Bombe, nein, durchziehen kann aber nicht, also, Nilsson und DeathX retten es nochmal, aber viel zu knapp geworden die Runde, viel zu knapp. Gut, funktioniert hat sie trotzdem und damit bei Ronix nochmal in der Eco. Beziehungsweise in der Kevlar Eco. Haben sich da doch ein bisschen was gegönnt eigentlich für die Geldsituation. So, kommt der Support Flash? Nein, offensichtlich nicht. Dafür aber Phaser mit dem Refrag auch. Er wird aber dann wieder von DeathX rausgenommen. Also auch diese AWP bisher definitiv on point. Freeman hängt da hinten noch irgendwo im Pop-Dog rum. Könnte vielleicht sogar ganz gute Erfolgsaussichten haben. Skrunk versucht mal eine Waffe ranzukommen, baitet noch ein paar Schüsse raus bei DeathX. Er weiß genau, dass die AWP ihm gegenüber steht. Also wenn er es irgendwie schafft, einen Schuss rauszunehmen, hätte ihn vielleicht so noch facen können. Aber er zieht sich erstmal zurück. Auch das ist okay. Erstmal wieder zu den Mates vorstoßen und dann schauen, was geht. Oh, Freeman, schön gewartet. Sehr schön mit der Diegel. Immer noch einen mitnehmen können. 2 gegen 3. Also der Damage bisher definitiv getan in der Runde. 2 Leute schon rausgenommen. Skrunk hat auch noch die AK dabei. Ich hoffe jetzt darauf, dass DeathX in mir reinrennt. Und er rennt ihm auch rein. DeathX rennt ihm rein. David K. alleine jetzt im 1 gegen 2. Verteilt er schon mal ein paar Hits, aber es reicht nicht, dass er noch einen von den beiden rausnehmen kann. Aber nichtsdestotrotz, sie haben 3 Leute mitgenommen. Das war absolut in Ordnung für eine Eco. Ja, man muss trotzdem nochmal eine machen. Denn das Geld war vorhin Tatsache so knapp. Ich dachte eigentlich gar nicht, dass sie wirklich geforspelt hatten. Weil teilweise ja trotzdem ziemlich viel zurückgelassen wurde, aber gut. Es war einer. Otto keine Chance, Nilsson den sofort raus. Zusammen mit DeathX. Das Todes-X am Start. Der rollt auch direkt weiter auf, also ist halt jetzt hier gegen die Eco, mein Gott. Da geht man halt möglichst auf Distanz dann und schaut, dass man die Pistolen da einfach ausspielen kann. Ah gut, da hat der DeathX ein bisschen festnageln, oder sich selbst festgenagelt eigentlich durch den Spray. Aber dann wird trotzdem aufgeräumt, auch Nilsson mit dem Triple hier dann letztendlich, also starke Runde von ihm, auch wenn es jetzt nur in Anführungszeichen gegen die Eco war. Ja, nächste Waffenrunde für Oronix steht an. 6 zu 4 im Moment. Jetzt David K. bzw. Phaser nochmal an der AWP. Die hat David ihm gerade eben weitergedroppt, wenn ich es richtig gesehen habe. Nee, hat er eigentlich nicht. Na gut, Standard Phaser sich die eben doch alleine gekauft. Whatever. Können wir so wieder ein AWP-Duell sehen diese Runde, wenn Phaser und DeathX sich da gegenseitig finden, aber das sieht erstmal nicht danach aus, denn momentan zielt Phaser noch die Mitte ab. Und der DeathX, der ist schon Richtung
B losgefahren. Wurde da schon mal in Stellung gebracht, die Artillerie. Ah, recht schönen guten Abend, lieber Muxer-Fanboy. Herzlich willkommen hier auf dem Stream. Aus Grunk, der großes Glück gehabt. Das hilft ihm aber trotzdem nicht allzu viel. Ich glaube, er hat sich wirklich mitbekommen, dass der Gegner von da auf ihn geschossen hatte. Tja, und Zeit bekommt dann jetzt gleich super viel Raum. Der kann halt direkt zur Grundlinie durchpushen, kann direkt aufräumen, kann die Gegner super unter Druck setzen. Sein erstes Duell verliert er aber. Gut, damit hat sich das mit dem Druck auf jeden Fall schon mal erledigt. Aber er hat viel Ablenkung erzeugt. Schön jetzt aber, dass man trotzdem nochmal zu zweit gegen den Kistengang faced, auch wenn der Autodirector uns das nicht zeigen möchte. Jetzt FN kann zumindest einen von den beiden refragen. Oder darf jetzt definitiv nicht rumziehen für den Moment. Würde er auch nicht tun, vermute ich. Sollen erstmal abwarten, dass seine Mates nochmal ein bisschen Ablenkung erzeugen. Freeman, schöner Spray von der Seite rein. 34 AP nur noch bei ECFN. Das hat schon mal ein bisschen weitergeholfen. Vor allem, weil er selbst nur noch 4 AP hat. Auch hier sind die Hits gegen DeathX definitiv da. Otto kommt jetzt da raus, aber leider ein bisschen unvorsichtig. Mit dem Knife in der Hand switcht er irgendwie rum. Fahrlässig, grob fahrlässig in dieser Situation. Auch wenn er bisher super gute Spiele gemacht hat. Ah, David Kay. Double Kill sitzt und dann wird sofort defused. Ja, Otto, der hat sich da die ganze Situation ein bisschen anders vorgestellt. Sonst hätte er sein Knife nicht rausgeholt. Runde Nummer 7 aufs Konto von Ironix. Schauen wir ganz kurz mal in die Stats ein kleines bisschen rein. Felser momentan noch der Top-Trigger, also die AWPs wieder sehr, sehr wichtig. Auch der FX in seinem Team tatsächlich die Nummer 1. Es ist, es sind schon die wichtigen Spieler hier, zumindest auf Train, die beiden AWP-Menschen. Du hast dann einfach viele lange Distanzen. Otto, schöner Winkel. Aber für den zweiten reicht es nicht mehr ganz. 12 AP hat er ihm noch übrig gelassen. Der Rest der Blue Jays erstmal zu dritt durch den Kistengang. Das ist mehr oder weniger, kann man auf jeden Fall vermuten. Also sie werden trotzdem noch damit rechnen, dass irgendwo anders noch einer rauspusht. Ach, schön abgesprochen hier. Absolut gut funktioniert. Jawohl, und dann geht's plötzlich wieder so schnell. Drei Frags, ganz schnell hintereinander gefallen. David Kay, letzter verbleibender Spieler. Das wird die Runde Nummer 5 für die Blue Jays. Und es ist wieder die Gegenrunde, die Euronix da kassiert hat. Da müssen wir ganz kurz mal ins Geld reinschauen. Ja, das ist eigentlich wieder eine Doppel-Eco. Oh, ist das bitter für Euronix. Das ist halt absolut bitter. Nochmal die Doppelspar, die jetzt ansteht. Sauber, Nilsson wieder sicher. Phaser nochmal gegen den Zug, Phaser nochmal gegen unten. Er weiß natürlich genau, dass Phaser da auch noch in der Nähe war. Macht er absolut stark. Triple Kill wieder für ihn, dann wird er rausgenommen. Aber ist völlig egal. Die Runde, die ist durch. Die kann in die Eiszone, kannst in 2 Wochen wieder rausholen. Wir wissen ja, unter den letzten 16 ist keine Karnevalstruppe. Aronix trotzdem jetzt mit dem Kauf, also sie haben sich tatsächlich nicht für die Doppel-Eco entschieden, dafür halt jetzt schon, boah, also da kriegen sie auf dem Zahnfleisch, der auf der anderen Seite hätten sie ja gerne noch das 9-6, ist nachvollziehbar. Freeman mit einem schönen Double-Kill, um die Runde schon mal zu eröffnen, das macht auf jeden Fall hier schon mal Freude auf, da wird noch mal ein bisschen reingescoutet und das macht vor allem auch ordentlich Damage, halt mit 30, DeathX mit 15 AP. Sie haben schon einiges kassieren müssen, DeathX kommt jetzt langsam mit dem Zug drüber, jawohl, die beiden setzen hier was nochmal einen Kill. Otto allerdings mit dem Refrag wieder am Start und damit ist es noch DeathX, der klettert hinten auf der 1 rum und wird sofort abgeholt. 8-6, also, der Kauf war erfolgreich. Auch wenn er vielleicht ein kleines bisschen riskant war. Jetzt für die letzte Runde muss man auch nochmal schauen, da kann man wenigstens ein bisschen hin und her droppen, aber wunderschön wird es nie sein, da sind die Blue Jays besser equipped. Muss man ganz klar so sagen. Die Blue Jays sind in dieser Runde besser ausgerüstet, auch wenn Euronix die gerade eben geholt hat. Wie sage ich $800 immer, wenn er nur 300 steht? Die $300 bekommt der Planter instant, die anderen 800 kommen dann zu Beginn der nächsten Runde quasi. Also diese $300 Plant-Bonus, die bekommst du einfach bloß sofort.
Und der Teambonus, der kommt dann, wie gesagt, zu Beginn der nächsten Runde zum Loserbonus dazu. Ah, schön von Nilsson. Auch der zweite Kistengangspieler bekommt jetzt direkt ein Problem. Otto muss jetzt genau schauen, wo er hingeht. Und Skrunk, der fährt einfach raus. MP9 in der Hand und durch. Skrunk Nummer 3. Und den 14, den kriegt er nicht mehr. Aber die Runde geht absolut auf sein Konto. Super stark da einfach hinten mit der MP9 den Hinterlader gemacht. 9:6. Wow, also da kann man sich auf jeden Fall nochmal bei ihm bedanken, dass die Runde noch geklappt hat. Ja, beim 9:6, denke ich mal, kann man absolut leben. Also, das geht wirklich in Ordnung hier. 9:6, vor allem auch immer so ein Ergebnis, das ein bisschen täuscht, was die First Run angeht. Weil wenn man die jetzt wirklich gewinnt bei Euronics, und gerade dann im Hinblick auf die erste Waffenrunde, das ist halt immer so der Knackpunkt. Also, bei dem 10:5 oder so, oder bei einem 11:4 ist es vielleicht direkt die First Round, bei dem 9:6 ist es dann wirklich eher die erste Waffenrunde, wenn natürlich vom Team, das die 9 Runden hat, die Pistol Round gewonnen wird. Ja, das ist natürlich die Voraussetzung. Aber dann kann es halt unter Umständen auch sehr schnell sehr bitter werden. Für das rundentechnisch unterlegene Team. Spielt Euronics eigentlich wirklich für den Elektroshop? Ja, das tun sie. So, auf geht's! Ab in die Pistol Round. Also, ja, okay. Gut. Schöner Headshot. Pistol Round für Euronics Gaming. Brauche ich gar nicht mehr casten. Richtig schöner Zock hier in den Pistol Rounds von Euronics. Absolut. Also da fahren sie gerade wirklich richtig stark durch. Er sieht natürlich, der Muxer-Fanboy hat sofort erkannt, woher dieses Wort stammt. Da weiß er einfach, wo die richtigen Fans sind. Ja, GG. Also aber Freeman, der kennt da nix. Der kennt da absolut nix. Da wird aber reingegast und übergast vor allem auch. Ist auch okay, wenn sie jetzt noch ein bisschen abwarten. Ja, man weiß ja, wie der Gegner im Force-Buy. Die werden wahrscheinlich jetzt gerade in der Unterzahl zum Beispiel so einen Offensivmove auspacken. Jetzt kommt Scrunk da um die Ecke und stirbt. Okay, sowas natürlich nicht geplant, aber theoretisch die richtige Idee. Ja, Scrunk hat die Rechnung einfach nicht gemacht mit der guten alten CZ. So, auch Otto wird jetzt noch abgeholt. Da wird ein bisschen einzeln reingegangen. Jetzt muss man irgendwie schauen, wie Phaser und David Cates noch ausspielen können. Aber an sich sieht die Runde schon mal gar nicht mal so gut aus. Da kennst du zumindest einen, ja. Das war's dann mit dem 12:6. Zumindest fürs Erste. Ist die Frage, ob sie jetzt, ob sie jetzt nochmal Forcebein. Also könnte man eigentlich machen bei Euronics. Ich denke auch, ja, machen sie tatsächlich. Schauen wir mal, da wird man schnell was Stumpfes sehen. Schnell im Pop-Talk, schnell in Richtung B, irgendwie über sowas um den Dreh. Oder möglichst, na, was heißt schnell, eher impulsiv, das ist das Ding. Du kannst natürlich auch ganz langsam hinschleichen, aber gehst da dann trotzdem einfach geschlossen zu 5 schnell durch. Das ist einfach der springende Punkt, auf den es ankommt. Schöner Molotov. Leider nur ein kleines bisschen zu spät von der Dix. Idee gut, Ausführung delayed. So, 3 gegen 4 wird natürlich schwer zu verteidigen. Ja, sie haben wenig Spielraum. Müssen da hauptsächlich auf den Bombspot stehen bleiben. Ja, Freeman oben halt auch schon bekannt. Hat große Probleme über die Tech-9 mit der Distanz irgendwas zu machen. Absolut nachvollziehbar. Das wäre vielleicht die Chance gewesen für Phaser, aber auch das halt super schwer, da wirklich viel rauszuholen. Freeman geht immer noch nicht down. Hat nochmal seine Position gewechselt auf die kleine Rampe. Auch das hat nichts mehr geholfen. Da waren zu viele Gegner.
Durchgezogen wird auf jeden Fall. 5 Sekunden, gar kein Problem. 10 zu 8. Die Blue Jays kommen auf jeden Fall nochmal ran. Aber dadurch, dass Aronix die Bäume geblendet hat, werden sie jetzt auf jeden Fall nochmal eine Eco machen. Das so oder so. Sind aber dann in der ersten Wachrunde ziemlich gut ausgerüstet. Also das ist jetzt auf jeden Fall ein Vorteil, den sie haben. Trotzdem, durch die Eco muss mal durch. Ja, muss man jetzt den sauren Apfel beißen. Vielleicht schafft man es irgendwie nochmal die Bombe zu blenden. Das wäre so ein bisschen das Ziel der Runde. Aber ein Kontakt nochmal rüber Richtung B ist, denke ich mal, keine schlechte Idee. Ein, zwei Smokes werfen, vielleicht einen Connector absmoken. Vorne dann noch den Einser, beziehungsweise den Dreierzug. Die Nummer 3. Und dann am besten schaut, dass man einfach schnell durchkommt. Jawohl, genau das ist ja auch der Plan. Ah, die Bombe wurde aber geholt tatsächlich. Ja, damit hat sich das auf jeden Fall schon mal in Luft aufgelöst. Und jetzt verteidigt man die Bombe einfach nur, da setzen sie sich drauf bei den Blue Jays, brüten das Ding aus. Warum auch nicht? Otto ist der Erste, der nochmal rausgeht. Freeman kommt hinterher und dann ist es nur noch Skrunk. Rip in Pieces. Bombplant, das war es auf jeden Fall nicht. Headshot war da, aber die Glock, wir wissen, es macht gegen Rüstung verdammt wenig Schaden. 10 zu 9. So, auf die AWP hat man erstmal ganz bewusst verzichtet. Phaser hätte sie sich leisten können. Aber man hat sie erstmal stecken lassen und geht auf das 5er AK-Setup. Auch damit Phaser relativ stark. Das ist auch ein sehr vielseitig einsetzbarer Spieler. Natürlich fühlt er sich an der AWP am wohlsten, aber auch die AK beherrscht er doch relativ gut. Was seht ihr mit dem genau richtigen Timing hier, die Smoke in den Kistengang zu werfen? Ah, ich glaube, hat man das gehört oder war das bloß der Zug? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das war auf jeden Fall nicht Otto, der da gerade den Step gemacht hat. Da sind wir uns sicher. Ah, gut, der Molotov, das verzögert alles so lang. Das verzögert alles so lang, was die Blue Jays momentan machen. Richtig, richtig ekelhaft für Aronix. Jetzt kommt noch mein zweiter Molotov hinterher. Wie viel Zeit sie das kostet. Und jetzt nochmal die Smoke. Ja, hör doch auf! Die wissen ja gar nicht mehr, was passiert. Und jetzt sogar noch eine abgefackelt zu einem Überfluss. Otto move da irgendwie durch die Smoke durch und kriegt einen. Ah, oh, Otto! Nee! Nils dann aber gegen Skrunk. Oh, was aber die noch gemacht hat. Phaser geht auch noch down und ich glaube, da helfen alle Headshots von Otto nix. Oh, da kriegst du ja noch einen. Otto, ist die Nummer 4 noch drin? Um Gottes Willen, wenn er die Runde noch knapp macht, ich meine, er hat 13 AB, den musst du anhauchen und der fällt um. Er bewegt sich nochmal über den ganzen Spot, 10 Sekunden auf der Uhr, ich glaube, er will sterben. Ich glaube, er will sterben. Aber sie lassen ihn nicht. Sie facen ihn, wenn dann erst nach der Zeit, damit, falls er jetzt noch stirbt, ich meine, er bekommt so oder so kein Geld, aber falls er noch drauf geht, dass er quasi auch seine Kurve nicht mehr hat. Uff, das war knapp. Ah, ist das bitter für Otto? Er macht so gut. Aber es wird nicht belohnt, es reicht nicht aus, um da durchzubrechen auf den A-Spots. Es geht wieder rein in die Eco für die Spieler von Aronix Gaming und die Blue Jays mittlerweile ausgeglichen. Und sie werden auch in Führung gehen können, wenn sie diese Runde holen. Wovon ich jetzt einfach dreisterweise mal ausgehe. David Kay, keine Chance. Sofort der Aim-Punch eingesetzt. Da machst du überhaupt nichts. Noch bevor er schießen konnte, war der Aim-Punch schon da. Jawohl, auch hier ECFN gegen Freeman. Zumindest Otto wieder den einen Frag gesetzt. Er hatte sowieso Kevlar und Dakar dabei, also damit ist er immer gefährlich. Aber trotzdem, gegen ECFN hilft nichts. Der hat ja schon seinen 4. Kill. Ace gibt's nicht, aber das ist in dem Moment völlig egal. Hauptsache die Runde ist durch. 11 zu 10. So, Aronix, jetzt muss es aber langsam wieder mal klappen. Bisher nur die Pistol Round auf der T-Seite für sich entscheiden können. Die war schön. Aber danach kommt nicht mal allzu viel bis jetzt. Vielleicht ist Otto ja gar nicht Otto, sondern APK. Und APK ist deswegen in Europa geblieben, weil er den Meisterschaftscup
mit Euronix spielen wollte. Oder APK ist eigentlich Auto. Man weiß es nicht. Saib auf jeden Fall mit dem Entry Frag. 19 AP noch bei ihm. Also es hat ihn schon einiges gekostet, aber er ist auf jeden Fall davon gekommen. Jetzt pusht man einfach oben raus, okay. Brecheisen, aber effektives Brecheisen. Ich zieh nochmal rum, ja. Schuss vergeben, dann bist du tot. Ah, bitte, gegen den Low-AP-Spieler geht's. Phaser nochmal da, auch er also mit der AWP dann nicht on point gewesen in dieser Situation. Und jetzt stirbt David Kane nochmal mit der Bombe. Aber ich glaube, sie wissen, dass ECFN schon da ist, oder? Vermuten sie es? Ja, definitiv. Also sie haben mitbekommen, dass ECFN da ist und deswegen David Kane nicht hinten zur Bombland gegangen. Ja, und das ist halt sauberes Crossfire einfach nur. Das ist richtig schön gespielt, gut kommuniziert und dann rumgegangen. Vernichtet. ...12-10. Aber es wird immer reingekauft bei Euronix. Sie haben jetzt den Drang, unbedingt eine dieser Runden zu holen. Zweimal Galol muss schon gespielt werden. Skrunk auch ohne... ohne Helm bzw. ohne Granaten. Und der Helm gegen die M4 ist halt gerade schon immer doch relativ wichtig dann. Die Blue Jays hier bisher mit absolut guter CT-Leistung. Auch hier wieder dann der Read jetzt von ihnen, dass es wohl doch Richtung A gehen soll, deswegen sofort wieder rübergeschoben. Und einen nochmal zum A-Spot hingeschickt. Ah, ECFN geht da in den Pop-Dog rein, ist vor allem mit der Flash schon gefaced. Das war ein kleines bisschen riskant. Ah. Da, wir bekommen noch einen, aber er kommt wenigstens nicht mehr weg. Und es fallen zwei Reflex in der gleichen Sekunde. Der X hat auch nochmal zugeschlagen mit seiner AWP. Auto und Fails, aber jeweils mit einem Kill. Und jetzt hängt sein Saib. Der Schwede unter den Deutschen. 1 gegen 1. 40 Sekunden auf der Uhr. Und er geht einfach aus dem Smoke raus. Er sneakt raus und es funktioniert halt auch noch. Um Gottes Willen. 13-10. Au, oh, und da Otto, der bisher so ein gutes Spiel gemacht hat, überhaupt heute den ganzen Tag schon, den ganzen Cup über schon, wirklich gut dabei war. Da hat er ihn zu spät gesehen. Schade, schade, schade. Jetzt können die Blue Jays da immer weiter davonziehen. Man kauft wieder rein bei Euronix, hat diesmal nur eine Flash, eine Smoke dabei. Das ist nicht so schön. Wilson, einer da bekommt, fliegt mit dem Refrag, ECFN wieder und dann Phase erneut runtergetradet. Und hier ins 3 gegen 3 drauf zu gehen mit so wenig Equipment ist absolut okay. Sogar sehr, sehr gut eigentlich. Phase auch hier wieder mit der AK und Points. Grunk verteilt auch nochmal schnell einen Klick und damit ist es nur noch Saib 1 gegen 3. Das muss die erste Waffenrunde für Euronix sein. 13-11 und nichts anderes. Also es geht doch. Aber jetzt kommt Saib hier nochmal rein. Saib, oh, den zweiten! Und dann ist Schluss. Phase nimmt die nochmal raus. Spontaner Schweißanfall bei allen Euronix-Spielern. Knappes Ding. 13-11. Schaut euch das halt an. Euronix holt die Runde und muss halt UMP, Galil und Tech9 kaufen. Das ist halt so bitter einfach. Und dann von ECFN trotzdem wieder gepickt. Also erneut die 3 gegen 3 Situation. Schauen wir mal, wie sie diesmal ausgeht. AWP auf jeden Fall bei Sedi. Ist jetzt normalerweise eher weniger der AWP-Spieler, aber bevor es einfach hier rumliegt, hat er sich gedacht, nimmt er sich lieber mal mit. Man weiß jetzt auch nicht, wie viel er so normalerweise mit dem Ding spielt. Also von dem her lassen wir uns gleich mal überraschen, falls es da Richtung A gehen sollte. Dann sieht es auf jeden Fall aus. Euronix baut hier nochmal ein kleines bisschen um. Haben sich jetzt dagegen entschieden, noch jemand über den Pop-Dog zu schicken. Dafür wohl ja alle drei einfach über die T-Mitte raus. Hat gerade eben wunderbar geklappt. Warum nicht nochmal?
Ren kommt da nicht ganz aufs Köpfchen drauf. WP gegen CD, der schreibt da mit der AWP und hat eben seinen ersten Schuss daneben gesetzt. ECFN, jawohl. Spray war auch nicht so hundertprozentig sicher, aber er hat ihn auf jeden Fall bekommen. Skrunk mit 19 AP steht noch rechts um die Ecke. Jawohl, er kriegt auch ihn. Und jetzt ECFN weiß genau, wo der letzte Spieler steht. David Cameron von der Seite angerannt. Der kriegt den ersten Spieler noch mit der Tech 9 und den zweiten holt er nicht mehr. Es hätte ein Hit gereicht, aber er geht down. 13 AP entscheidend hier über die Runde Nummer 14 für die Blue Jays. Ist das bitter in so einer entscheidenden Runde. In so einer entscheidenden Runde. Aber 13 AP sind 13 AP. Oder wie sagte ich mal so schön, was halbes ist ja auch nichts Ganzes. Jetzt geht man einfach nochmal rüber Richtung B-Spot. Und Zeib, da hat er sich, um es mal auf Englisch krass zu sagen, off-guard catchen lassen. ECFN kann zumindest nochmal einen hier upsprayen. DeathX wird auch wieder gut angeschossen. 22 AP nur noch bei der AWP der Blue Jays. Ah, der Retake, der wird auf jeden Fall nochmal knackig. Aber sie haben wenigstens keinen Spieler, der durch die Grundlinie durchgepusht ist. Freeman macht aber trotzdem ordentlich Druck da vorne und hält hier schon mal so ein Stück weit auf. Nilsson mit dem Refrag. Immerhin 3 gegen 3. DeathX steckt auch nochmal zu. Nilsson wieder mit dem Spray. Haben sie das gut unter Kontrolle oder was? Otto im 1 gegen 2. Aber mal wieder glänzen kann. Die Bombe tickt ziemlich schnell. Sedi packt seine Farmers raus. Aber wie schnell die Bombe tickt. Er hat keine Fuse-Kit. Er hat keine Fuse-Kit. Und Otto, der schmeckt's einfach. Spielt ihn da sauber aus. Sedi geht zurück. Legt den Rückwärtsgang ein. Otto wollte ihn da eigentlich noch haben. Ist aber nicht mehr rechtzeitig angekommen. Oder könntest du ihn vielleicht sogar noch zerlegen? Ah, nee, ist easy. 57 AP. Alles locker. 14 zu 12. Also wenigstens die Gegenrunde nochmal geholt. Und das ist jetzt wiederum super bitter für die Blue Jays. Denn Sedi hat gerade mit nur wenig AP überlebt. 13 waren es. Und es war auch nur er, der überlebt hat. Es war nur ein Spieler. Und dadurch hat man jetzt überhaupt kein Geld. Ja, es ist eine Doppel-Eco eigentlich, die jetzt hier ansteht. Und das könnte für Euronix nochmal der Weg zurück ins Spiel sein. Der Döner rückt aber trotzdem immer näher. Es hilft nichts. Er kommt unweigerlich. Egal, was sie hier veranstalten. Langsam angespielte Runde von Euronix. Man will jetzt keinen Fehler mehr machen. Nicht in dieser Situation. Das X mit dieser gesaveten AWP von Sedi, die ja gerade eben noch mitgenommen wurde. Hat ihn weiter gedroppt. Da gibt es die erste Flash. Oh, und er verschießt den ersten. Das kann man sich in der Runde eigentlich fast überhaupt nicht leisten. Da muss wirklich jeder Schuss jetzt einfach sitzen, wenn man die wirklich gewinnen will. Sedi gegen Phaser auf jeden Fall nochmal. Wenigstens der Spieler mit dem Kevlar jetzt nochmal an der AK. Aber die AWP ist bereits down. David Kay gegen Nilsson. Da wird auch mal ein bisschen was durchgeholzt. Sedi ist weg. Und damit ist es nur noch ECFN. 1 gegen 4. Ich fürchte, das wird die Runde Nummer 13. So. Schön, jetzt FN kann sie wenigstens mal gönnen. Ich fürchte, das wird die Runde Nummer 13 werden. Für Euronix. Die erste Anti-Eco ist geschafft und es wird in noch eine weitere gehen. Denn die Blue Jays, wie gesagt, die haben kein Geld. Die sind einfach absolut in der Doppel-Eco. Oh, war das gerade eben eine wichtige Runde. War das eine wichtige Runde, die man da geholt hat? Diese Gegenrunde nach dem 1 gegen 1 von Sedi. Die war es einfach. Zeib kommt ein bisschen offensiver gepusht und kriegt diesen Frag tatsächlich. Das wäre jetzt so bitter. Euronix hat die beste Chance, hier nochmal ranzukommen. Die dürfen sie jetzt auf jeden Fall nicht gegen eine Eco vergeben.
schön von Oro, aber Nilsson hält nochmal gegen mit einem sauberen Deagle-Brett. ECFN wieder mit einem Refrag. Es ist ein 1 gegen 1, aber Cypher hat nur noch 22 HP. HP-technisch absolut unterlegen, aber er spielt gegen die AWP. Er spielt gegen Phaser. Und die beiden tänzen erstmal noch ein bisschen um die Smoke. Cypher kann sich nicht ganz genau entscheiden, auf welche Seite er gehen will. Er hat sich nochmal dafür entschieden, jetzt Richtung Baseball wegzuschieben. Und Phaser nutzt diesen Raum, den er jetzt bekommt, erstmal aus, um die Bombe zu planten. Macht aber erstmal den Fake-Plan. Er rechnet damit, dass der Gegner immer noch da ist. Und Cypher hält sich einfach bedeckt. Saib hält sich einfach bedeckt. Jetzt will er da rausgehen. Er hört Phaser wegsteppen. Er weiß genau, wo der momentan unterwegs ist. Headshot sitzt nicht. Er kann sich da nie lange zeigen. Er hat immer nur ganz, ganz kurze Zeitfenster. Und wenn er da nicht so vertrifft, dann muss er sich gleich wieder zurückziehen. Um Gottes Willen! Und Saib macht's. Da gibt's die Lasche. 15 zu 13. Die Eco geht an die Blue Jays. Oh, das ist so knapp alles. Das gibt's doch gar nicht! 15 zu 13! Und Phaser wird sich hassen! 22 HP und einmal 13 HP und einmal was weiß ich wie wenig HP! Oh no! Ist das eine ultra knappe Geschichte? Das kann doch gar nicht sein. Jetzt geht's für ESG, für Ironic Storm alles. Zwei Runden Zeit, es ist nicht viel. Kann man locker noch in die Overtime bringen. Aber sie stehen da jetzt unter Druck. David Kay im Pop-Doc. Zwei Spieler in der T-Mitte, einer schon mal zum Kistengang hingegangen. Und da wird der Argo vorbereitet. Also das ist jetzt die nächste Idee. Eine Flash erstmal rauf, um das Ganze ein bisschen anzutäuschen. Vielleicht die Gegner schon mal zu einem Fehler zu locken. Freeman kriegt einen, dann allerdings der Refrag auch am Start. ECFN ist es, der da wieder einen rausgenommen hat. Please, kann jetzt da. Das Flank über den Kistengang wird zerlegt und es ist Phaser. Vielleicht kann er seinen Fehler in Anführungszeichen von gerade nochmal gut machen. Kann er nicht. Die Blue Jays gewinnen den Cup Nummer 4 der ESL-Sommermeisterschaft 2016. Sie setzen sich 16 zu 13 gegen Euronics durch, aber das war ein Kampf bis zum Schluss. Das war eine super knappe Geschichte, ja. Das hätte auch voll in die andere Richtung gehen können, wie viele knappe Runden da dabei waren. Einmal mit 13 HP überlebt, einmal mit 22 HP überlebt, einmal, keine Ahnung, was weiß ich. Das war super knapp einfach nur. Und die Blue Jays